Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja schon relativ lange nichts mehr gedrechselt und genau das werde ich mit dem heutigen Video ändern. Heute werde ich dir zeigen, wie wir uns eine schöne Dose drechseln werden mit einem Deckel. Da werde ich dir auch zeigen, wie wir das Ganze aufspannen. Da gibt es ein bisschen was zu beachten, weil wir uns auch quasi eine Aufnahme aus Holz selbst herstellen werden. Das werde ich dir aber alles gleich an der Drechselbank direkt erzählen. Also wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zusehen und beim Nachdrechseln. Dafür werden wir auch ein bisschen was von diesem schönen Holz hier nehmen. Diese ganzen Kanteln hier benutze ich eigentlich immer für Drechselprojekte. Hier haben wir ein schönes Stück Walnuss. Was ist noch schön? Was ist noch schön? Eiche will ich nicht benutzen, Meranti auch nicht. Ja, ich denke, das werden wir heute benutzen. Das hier ist das Stück Holz, was ich benutzen werde. Hier sehen wir so ein paar Wurmlöcher, deswegen werden wir schauen, dass wir möglichst das Stück hier unten benutzen werden. Da ist der Durchmesser am größten, also die Schale, die Schatulle wird damit auch am größten werden. Also schneiden wir uns da erstmal ein Stück ab. Ich habe hier noch einen Rohling aufgespannt, den muss ich jetzt erstmal runternehmen. Einmal der Vierzackmitnehmer. Da muss ich überprüfen, dass das Ganze auch fluchtet. Dafür löse ich einmal den Spindelstock und bringe die Spitzen nebeneinander. Das Ganze muss genau fluchten, damit wir arbeiten können. Das passt jetzt. Als nächstes kann ich mal mein Holz zwischen die Spitzen spannen. Ich habe hier relativ viel Material, deswegen kann ich das hier frei Auge dazwischen spannen. Das hier müsst ihr auch nicht runterschneiden an der Bandsäge oder an der Reissäge. Diese Ecken hier können wir auch ganz normal rund drechseln. Als erstes drechsle ich das Ganze mit einer Formröhre rund. Kurz einmal nachsehen, wir haben hier keine Haarrisse oder Risse, wir haben auch keine Wurmlöcher, also ein sehr schönes Stück Holz, um eine Dose zu drechseln. Die Stirnseiten werde ich jetzt einmal plan fahren und werde danach einen Rezess andrechseln auf beiden Seiten. Warum wir das brauchen, werdet ihr beim laufenden Prozess sehen. Das ist aber jetzt der Schritt, den wir jetzt als erstes ausführen müssen. Dafür benutze ich einen Abstechstahl. Jetzt werde ich noch einmal die Oberfläche schön schlichten, damit wir eine gute Ausgangsbasis haben. Mir ist es wichtig, dass die spätere Dose einen durchgängigen Maserverlauf hat. Das bedeutet, das hier soll später auch so unsere Dose sein. Die Teile sollen nicht verdreht sein. Und dafür werden wir jetzt als erstes hier ein Stück abstechen. Das wird dann der obere Deckel. Da könnt ihr euch nämlich jetzt entscheiden, wie hoch der Deckel werden soll. Ihr könntet natürlich das Ganze mittig gestalten. Aber ich werde jetzt den Deckel im oberen Drittel anordnen. Das bedeutet hier in etwa. Das bedeutet, dass ich das Ganze jetzt hier abstechen werde. Das wird die Dose an sich sein und das hier ist halt eben der Deckel. Und auch hierfür werde ich wieder das Abstecheisen benutzen. Ein bisschen die Messauflage runter. Das letzte Stück schneide ich jetzt unten weg. Und somit haben wir jetzt einmal den unteren Teil unserer Dose
und den Deckel. Den Deckel werden wir jetzt erstmal weglegen. Wir kümmern uns jetzt um dieses Teil. Als erstes drechsel ich mal in der Mitte unseren Stutzen weg. Denn den Großteil von unserem Material werde ich mit einem Forstnerbohrer ausbohren. Schon mal einen scharfen Forstnerbohrer. Das Material werde ich hier mit dem Schaber wegdrechseln. Hier komme ich schön tief dann mit dem Werkzeug in das Holz rein. Und speziell im Stirnholz kann man damit wirklich sehr, sehr schöne Ergebnisse erzielen. Das werde ich dir mal kurz zeigen. Die Oberfläche sieht jetzt schon richtig gut aus. War nur mal so zur Demonstration. Jetzt müssen wir aber als erstes mal das Material wegdrechseln. Ihr seht, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Der Boden ist rund, quasi so rund wie unser Schaber. Und wir haben keinerlei Ausrisse. Die Oberfläche ist lediglich noch so ein bisschen rau, aber keine tiefen Ausrisse. Das bedeutet, diese Oberfläche hier können wir sehr gut mit Schleifpapier bearbeiten. Als nächstes brauchen wir hier in diesem Teil eine Lippe, damit wir unseren Deckel auch aufstülpen können. Das werde ich mit dem Meißel machen. Mit dem habe ich halt eben sehr, sehr viel Gewalt und kann sehr fein arbeiten und die Oberfläche ist auch schon direkt ziemlich gut. Als nächstes werde ich dieses Teil runterspannen, damit ich es später wieder gleich aufspannen kann. Werde ich mir jetzt hier die Zahl von dem Spannbacken auf den Dosenboden schreiben. Denn jetzt werden wir uns um den Deckel kümmern. Den kann ich jetzt einfach einspannen. Und hier kann ich jetzt halt eben das Ganze auch noch aushöhlen. Das Ganze muss ja so zusammengesteckt werden. Das bedeutet, wir müssen hier einen kleinen Absatz drechseln. Das mache ich auch wieder mit dem Meißel. Da taste ich mich jetzt einfach so ein bisschen ran, bis ich hier zusammenpasse. Nachdem unser Deckel fertig ist, können wir den jetzt auch wieder ausspannen. Und als nächstes kommt wieder unser Boden in das Spannfutter.
Wieder schauen, dass wir gleichmäßig spannen. Und weil ich den Deckel eben ein bisschen zu dünn gedrechselt habe, das ist aber auch kein großes Problem, genau aus dem Grund habe ich mir einfach ein paar Streifen Klebeband drauf gemacht. Das reicht schon vollkommen, um einfach hier den Deckel auf den Boden aufsetzen zu können. Das Ganze nehme ich mal jetzt, klopfe das einfach hier auf, denn jetzt können wir eben hier die Oberseite plan drechseln. Die Oberfläche sieht doch schon mal schön aus. Jetzt können wir direkt schon einmal die komplette Seite noch einmal überdrechseln, damit die schön glatt ist. Und als nächstes hier ein bisschen Kontrollholz-Holz-Finish. Zack, zerab. Da brauchen wir auch gar nicht viel. Als nächstes kommt das hier runter und jetzt können wir die Innenseite fertig machen. Das können wir jetzt ebenfalls als mal abspannen. Ich habe jetzt hier einen Behelfsschutzen gedrechselt. Hier kann ich mich jetzt meinen Dosenboden aufstecken. So, jetzt passt das Ganze und jetzt kann ich mich auch hier unten den Boden wegdrechseln. Und somit haben wir jetzt eine wunderschöne Dose, die sehr schön gleichmäßig geworden ist. Die Oberfläche ist sehr schön. Die Stirnholzseiten sehen speziell am schönsten aus, wie ich finde. Und da passt unser Deckel jetzt perfekt drauf. Und wir haben einen nahezu nahtlosen Übergang zwischen dem Deckel und dem Boden. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen.
wenn das Ganze gut bei euch angekommen ist, dann wird auch in naher Zukunft wieder so ein Video kommen. Aber dafür müsst ihr mal in die Kommentare schreiben oder dem Video halt eben einen Daumen nach oben geben. Einen kleinen Hinweis habe ich noch für euch. Und zwar gibt es jetzt ab sofort ganz frisch Drechseleisen in meinem Shop. Und was hier wirklich das Spezielle ist, wo ich auch mega stolz drauf bin, ist halt eben, dass ihr zu jedem Drechseleisen eine eigene Videoanleitung bekommt, wie man das Ganze trocken schleift, wie man das nass schleift und vor allen Dingen, wie man das Ganze benutzt. Da siehst du einfach mal, wie ich das Ganze benutze, wo es speziell beim Schaber drauf ankommt, unter dem Drehmittelpunkt, über dem Drehmittelpunkt und speziell hier diese beiden Schliffarten mit dem normalen Anschliff oder mit dem Negativwinkelanschliff. Die habe ich auch heute beide in diesem Projekt benutzt. Das erkläre ich euch halt eben ganz, ganz genau, wenn ihr euch das jeweilige Drechseleisen bei mir auf der Webseite halt eben holt. Holt ist saarländisch, wenn ihr das Ganze bei mir kauft, so rum. Also, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und vielleicht ist ja auch das eine oder andere dabei, was du mal zu Hause ausprobieren kannst.